Kompakte und lichtstarke Zoom-Objektive für Nikon Z. Genau darum geht es in diesem Video. Ich habe das 17-28-2.8 und das 28-75-2.8 für euch getestet und zeige euch in diesem Video die Vor- und Nachteile. Los geht's! Moin zusammen, hier ist Tim von der Digitalfoto aus Köln und ich habe euch heute das 17-28-2.8 und das 28-75-2.8 für Nikon Z-Kameras mitgebracht. Wir gucken uns die aktuelle Roadmap an und da sehen wir, das sind eben zwei Objektive, die ja, eine Alternative zu den sehr professionellen und sehr hochpreisigen 2.8er Weitwinkel- und Standard-Zoom-Objektiven eben sind. Das 17-28 ist aktuell für 1289 Euro erhältlich und konnte unsere Bestnote super erreichen mit 92,7%. Optisch gibt es kaum etwas zu bemängeln. Gemessen an der Z7 II löst das Objektiv hervorragend auf und auch die Objektivgüte ist sehr gut. Ebenso überzeugend der Autofokus. Wo es dem Objektiv aber fehlt, ist Ausstattung. Freunde von Tasten und manuellen Blendenringen werden hier nicht fündig. Ein Bildstabilisator ist ebenfalls nicht verbaut, ist aber, denke ich, im Weitwinkelbereich nicht so tragisch. Nikon hat aber auch eine Alternative zu dem 17-28-2.8 im Portfolio. Neben dem professionellen 2.8, also das 14-24, gibt es nämlich eben auch noch ein 14-30mm mit Offenblende 4. Beide Objektive unterscheidet etwa 150 Euro, also die 4er-Variante ist eben 150 Euro günstiger. Und im Testergebnis unterscheiden sich beide Objektive um gerade mal 0,1%. Also beide haben unsere Bestnote super erhalten. Und ja, da ist eben die Frage an jeden Einzelnen, was eben wichtiger erscheint. Also ist es die Offenblende, die Lichtstärke oder eben der Ausstattungsumfang, das ist also eben jedem selbst überlassen. Wir schauen uns jetzt einmal das Standard-Zoom an. Getestet ebenfalls an der Z7 II ist die Auflösung des Standard-Zooms gut, nimmt aber mit steigender Brennweite, also im Telebereich, deutlich ab. Also im Weitwinkel konnten wir eine hervorragende Bildqualität messen. Bei 75 mm im Telebereich nahm die Auflösung um rund 700 Linienpaare pro Bildhöhe im Bildzentrum ab, was schon einiges ist. Ja, unterm Strich ist die Auflösung aber dennoch sehr gut. Noch besser ist die Objektivgüte. Verzeichnung spielt keine Rolle und auch im Bereich der Vignettierung und der chromatischen Aberration fällt das Objektiv nicht negativ auf. Noch besser fällt der Autofokus auf, der super präzise ist. Die Standardabweichung war im Labor super gering. Das ist super. Ähnlich wie beim Weitwinkel muss das Standardzoom auch in der Ausstattung einige Punktabzüge hinnehmen. Hier schmerzt der fehlende Bildstabilisator schon etwas mehr und es gibt hier eben ebenfalls keine Tasten oder Ähnliches. Das Objektiv hat einen ausfahrbaren Tubus, ist also ein bisschen anders aufgebaut als das Weitwinkelzoom, das eben innen gezoomt ist. Und auch zum 28-75-2.8 hat Nikon eine Alternative im Portfolio und das ist das sehr kompakt gebaute 24-70 f/4. Also nochmal eine Ecke kompakter als das 28-75, eine Blendenstufe lichtschwächer, dafür aber ein Mitglied der S-Line. Und beide Objektive unterscheidet im Labor gerade mal 1%, also beide Objektive sind eben sehr, sehr gut. Und ja, da ist eben die Frage auch, braucht ihr die Lichtstärke oder gerade hier im Vergleich ist es dann eben der Weitwinkelbereich, der auch entscheidend sein kann, sich für das ein oder andere Objektiv zu entscheiden. Denn dem 24-70 fehlt eben ein bisschen Brennweite hinten raus. Dafür ist es eben im Weitwinkel ein bisschen breiter aufgestellt. Das 28-75 hat eben 5 mm mehr Telebrennweite. Da ist eben auch die Frage, was braucht ihr? Und weil die beiden Objektive nicht nur im Labor, sondern auch in der Praxis überzeugen konnten, zeige ich euch jetzt ein paar Praxisbilder. Alle unbearbeitete JPEGs so aus der Kamera.
Wie ist also mein Fazit zu den beiden Objektiven? Angesichts des sehr guten Testergebnisses ist natürlich eine Kaufempfehlung da. Wenn euch also dieses Paket aus Lichtstärke und kompakten Abmessungen interessiert, ihr aber in der Ausstattung eben ja, die Kompromisse eingehen könnt, dann sind das Objektive, die auf jeden Fall empfehlenswert sind. Dieser Reihe aus lichtstarken, preiswerten Zoom-Objektiven, da fehlt dann im Telebereich noch was. Und da hat Nikon schon den Hinweis gegeben, dass da auch zeitnah was kommen wird, um diese Trinity-Reihe, so nennen es ja die Hersteller, auch dann voll zu machen. Ja, dann haben wir nämlich das 17-28-28, das 28-75-28 und ein 70-180. Das gibt es auch schon für Sony EMA und von Tamron. Ist auch schon angekündigt. Also das folgt dann noch. Und ich freue mich auf den Test und bin gespannt, ob es genauso gut abschneidet wie für Sony E-Mount-Kameras. Was ist euer Fazit zu den beiden Objektiven von Nikon? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!